Herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, liebe Schwanzwedeln-Community. Wir haben heute die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet. Am ersten Advent denke ich an Tannenduft, Adventskalender, leuchtende Kinderaugen, Plätzchen und feuchte Hundenasen. Bei uns bekommt nicht nur das Kind einen Adventskalender, sondern auch der Hund. Tolle Hundefutter-Adventskalender kann man ja heute an jeder Ecke kaufen. Und gleichzeitig macht es mir und meinem Sohn unglaublich viel Spaß, unserer Lola einen selbst kreierten Adventskalender zu schenken. Für jeden Tag wird ein Päckchen gepackt. Mal ist ein Knochen drin oder ein Schweineohr, oftmals natürlich aber auch nur 3 oder 4 Leckerchen unterschiedlichster Art. Dabei versuchen wir natürlich 24 gute Dinge zu kaufen, möglichst ohne chemische Konservierungs-, Farb-, Geschmacks- oder Aromastoffe. Und klar ist, dass die zusätzliche Futtermenge irgendwo anders beim Füttern abgezogen wird. Denn einen dicken Hund möchten wir ja auch nicht haben. Die Plätzchen sind eingewickelt in recyceltes Ökopapier und mit einem ungiftigen Stift mit Zahlen beschriftet. So kann Lola sie am Morgen eines jeden Dezembertages selbstständig öffnen. Und das tut sie auch mit viel Freude. Und die Freude des Hundes ist ganz unsere Freude. Das Schöne im Dezember ist ja, dass man dank eines Adventskalenders auch immer gerne aufsteht, auch wenn es morgens noch so unglaublich dunkel und kalt draußen ist. Leute, die keinen Hund haben oder je einen hatten, denken bestimmt, dass das ganz schön bekloppt ist, was wir da machen. Aber ihr könnt uns mit Sicherheit verstehen. Das ist halt Hundeliebe. Hundeliebe ist es auch, Hundekekse selbst zu backen. Und da ja jetzt eh Plätzchenbackzeit ist, bietet es sich an, auch Hundeplätzchen zu backen. Das macht mindestens genauso viel Spaß, wie Menschenplätzchen zu backen. Außer, dass man vielleicht nicht so viel naschen mag. Rezepte für tierisch gute Weihnachtsplätzchen findet man im Internet unglaublich viele. Einige Links habe ich euch in den Shownotes zusammengestellt. Und wenn ihr ein wenig kreativ seid, könnt ihr auch ganz schnell eigene Rezepte kreieren. Selbst probiert habe ich die Leberwurst-Cookies, denn mir war klar, wo Leberwurst drin ist, das wird unsere Lola nicht verschmähen. Und so ist es dann auch. Mein Tipp also, achtet ein bisschen auf die Vorlieben eurer Fellnasen. Warum sollte ein Hund, der keine Bananen mag, sie in Keksform lieben? Das ist doch eher unwahrscheinlich. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr Zutaten nehmt, die eure Vierbeiner auch vertragen. Deswegen sind natürlich Schokolade, Rosinen, Avocado, Zucker, Macadamianüsse oder Steinobst streng verboten. Sehr gut zum Backen von Hundekeksen eignen sich zum Beispiel Haferflocken, Vollkornmehl, Eier, Quark, Frischkäse, Leberwurst, Karotten, Äpfel, ja, Bananen oder auch Nassfutter. Ansonsten braucht ihr zum Hundekeks-Plätzchenbacken nicht viel mehr als bei den Menschenkeksen auch. Eine Rührschüssel, ein Handrührgerät, eventuell Keksausstecher, eine Küchenwaage, ein Teigroller, ein Backblech mit Backpapier oder einer Backmatte und natürlich ein bisschen Zeit. Keksausstecher gibt es ja heutzutage in den tollsten Formen. Ich habe die Knochenform gewählt. Lola würde die Leberwurstkekse aber selbstverständlich auch als Engelchen, Weihnachtsbaum oder Sternschnuppe lieben. Bitte passt nach dem Backen auf, dass ihr eure Kekse gut auskühlen und durchtrocknen lasst. Wenn sie feucht werden oder sie viel Feuchtigkeit enthalten und luftdicht verpackt werden, bildet sich leicht Schimmel. Natürlich lassen sich selbstgebackene Hundeplätzchen auch wunderbar verschenken, zum Beispiel in einem verschließbaren Glas. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Backen und beim Verfüttern oder beim Verschenken eurer selbstgebackenen Kekse. Habt eine tolle Adventszeit mit euren Fellnasen. Wenn euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.